Das ist das Ding. Seit über 140 Jahren im Einsatz. Milliarden von Menschen hat er durch die Gegend gekarrt. Ganze Wirtschaftszweige basieren auf seiner Power, dem Verbrennungsmotor. Und jetzt ist er auf einmal Geschichte. China has officially rolled out a plan to ban gasoline cars. France, the United Kingdom and India, well, they're all doing it. Phase out gasoline and diesel-fueled vehicles. Here in Germany, a court has ruled in favor of banning diesel vehicles in parts of Berlin. Und die Autoindustrie findet es natürlich auch nicht so klasse. And you want to go 100% electric? That's our equivalent of the moonshot. Jetzt behaupten manche aber, ey, wir haben die perfekte Lösung, um den Verbrenner klimaneutral zu machen. Ich würde das feiern. Dann kann ich nämlich das hier machen. Ohne irgendein schlechtes Gewissen. Und beim Sound gibt halt nichts Besseres als einen Verbrenner. Und das hier sollen die Wunderwaffen sein. Stroh, das zu Biomethan wird. Und ganz neu, Sprit aus der Luft. Hier werden pro Stunde 5 Tonnen Stroh an die Anlage verfüttert. Alter, ganz schön viel Stroh. Und das jeden Tag. Das Stroh bleibt bei der Getreideernte übrig. Verbio kauft es auf und verarbeitet es dann weiter zu Biomethan. Das kommt dann als Gas an die Tankstelle. In Deutschland gibt es aber gerade mal 100.000 Fahrzeuge, die mit Biomethan oder Erdgas laufen. Von 47 Millionen Autos insgesamt. Und das, obwohl man mit Biomethan bis zu 90% weniger Treibhausgase produziert und es ein Drittel weniger kostet. Aber Autos, die es tanken, haben weniger Reichweite, es gibt kaum Tankstellen und teurer sind die Fahrbahnuntersätze auch. Für die Produzenten liegt es vor allem an den Rahmenbedingungen, dass Biomethan als Kraftstoff nicht super populär ist. Es muss sich vor allem im Politischen was ändern, weil die Kraftstoffe, auch ein Biodiesel, der aus heimischem Raps gemacht wird, hat große Vorteile für den Klimaschutz. Aber es muss einfach politisch auch gewollt sein und es muss die CO2-Einsparungsverpflichtung entsprechend hoch sein, damit auch der Zwang besteht, sich solchen neuen Technologien und solchen neuen Kraftstoffen zu öffnen. Alrighty, let's go, let's go, let's go. Fährt sich aber trotzdem ganz passabel, also für ein Bio-Auto. Ein bekanntes Gerücht über diese Autos, das sich echt hartnäckig hält, die Dinger ziehen nicht richtig durch, die haben nicht genug Power. Das war früher mal so, aber mittlerweile sind die Motoren da so gut, dass es echt kein Problem mehr ist. Und Vollgas macht immer noch ordentlich Spaß. Das Problem ist, es gibt nicht genug Bioabfall. Gerechnet auf alle Verkehrsmittel können Biokraftstoffe nur wenig reißen. Nach der Rechnung von Laura Buffett könnten sie 2050 gerade mal 11% des europaweit benötigten Kerosins im Flugverkehr ersetzen. Per Definition sind Abfall oder Reststoffe nur begrenzt verfügbar. Außerdem versuchen wir alle in unserem Alltag weniger davon zu produzieren. Wir werden also keine Gesellschaft mit mehr, sondern weniger Müll. Dazu kommt, dass auch viele andere Industrien solche biologischen Produkte nutzen wollen. Weg von einer fossilen Basis hin zu einer nachhaltigeren. Das deutet alles darauf hin, dass es immer nur sehr begrenzte Abfallressourcen für den Energie- und Transportsektor geben wird. Okay, einen Versuch war es wert. Aber Sprit aus der Luft, der wird den Verbrenner ja wohl retten, oder? Am Karlsruher Institut für Technologie erforscht man genau das und hat sogar ein eigenes Startup, das diese Container baut. Darin wird Wasserstoff und CO2 aus der Luft in ein Gas umgewandelt. In weiteren Produktionsschritten werden daraus dann synthetische Kraftstoffe.
Es gibt ja auch teilweise schon Normen und in diese Normen fallen wir durchaus mit dem Kraftstoff hinein. Das heißt, ich kann das im ganz normalen Auto vertanken und bin damit auch ganz safe. Und dieser Kraftstoff ist fast klimaneutral, wenn man den ganzen Zyklus ausschließlich mit überschüssigem und grünem Strom betreiben würde. Heute stecken E-Fuels noch total in den Anfängen. Ja, wir können auch mal dran riechen, es ist nichts Schlimmes dabei. Jetzt bin ich aber gespannt. Aber es riecht natürlich auch ein bisschen streng, logischerweise. Aber es ist deutlich aber weniger. Aber nicht so. Nee, es ist deutlich weniger. Überhaupt nicht wie so Tankstelle jetzt oder so normalerweise. Das ist. Aber es ist weniger. Aber trotzdem haben diese E-Fuels einige Nachteile. Minor disadvantages. Der ganze Ökostrom müsste erstmal produziert werden. Und das klappt nur da, wo es genug Sonne, Wind oder Wasserkraft gibt. Um diesen Energiebedarf für E-Fuel zu decken, bräuchte man alleine in Deutschland 50% des gesamten produzierten Stroms. Ganz billig ist der neue Sprit auch nicht. In seiner Reinform kostet er heute bis zu 4,50 Euro auf den Liter. Der Mineralwasserproduzent Ensinger betankt seine Dienstflotte schon mit einem synthetisch aufbereiteten Kraftstoff. Der ist nicht ganz so teuer. Hier glaubt man noch an den Verbrenner. Ich glaube nicht, dass der Verbrenner tot ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich glaube, es muss für alle irgendwie maßgeschneiderte Konzepte geben. Es wird wahrscheinlich noch viele Jahre Verbrenner geben. Es wird Elektroautos geben. Es wird hoffentlich auch neue Techniken geben. Und die Konzepte, die Mobilitätskonzepte müssen einfach maßgeschneidert sein. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Also tot oder nicht tot, der gute alte Verbrenner? Sieht also nicht ganz so gut für den Verbrenner aus. Verbote, die bald in Kraft treten, neue Technologien, aber er wird uns nicht über Nacht verlassen. Biokraftstoffe und E-Fuel werden ihn noch ein paar Jährchen am Leben halten, zumindest auf der Langstrecke. Klar ist, dass wir alle diese Technologien brauchen, Elektrizität, Wasserstoff, neue Kraftstoffe, damit wir das mit dem Klimawandel hinbekommen. Und mit meinen Mopeds, hoffentlich dürfen die den Verbrenner noch ein bisschen länger behalten.